Kapitel 7 Was von einst geblieben ist. Während all der Zeit auf dem Weg zurück zum Schiff und auch der Zeit dort, bevor wir unser Gespräch begannen, warf Chelast Shinnok wütende Blicke zu. Dieser wusste offensichtlich nicht wirklich, was er tun sollte. Er wirkte verunsichert und verwirrt. Dann kamen wir endlich an den Punkt, an dem wir uns zusammensetzen und reden konnten. Chelast begann das Gespräch immer noch übel gelaunt. Also, Shinnok, du willst mir hoffentlich nicht wirklich erzählen, dass du mich vergessen hast. Das kann doch wohl nicht... Shinnok unterbrach ihn unsanft. Ich hab's verstanden, darf ich jetzt auch endlich mal was dazu sagen? Du hast mich ja schon vorhin nie zu Wort kommen lassen. Erstmal war es Chelast, der eingeschüchtert wirkte. Ich war selber auch etwas unsicher. Shinnok wurde wirklich selten wütend. Nach einem Moment der Stille sprach er weiter. Danke. Ich versuche schon die ganze Zeit dir zu erklären, dass ich mich an nichts erinnere, was mir geschehen ist, bevor ich Bulbi getroffen habe. Ich erinnere mich an nichts, was nicht innerhalb der letzten 6 Jahre passiert ist. Das heißt, wenn ich dich vorher kannte, dann tut es mir leid, aber ich kann es auch nicht ändern. Chelast wirkte durch seine Worte deutlich verständnisvoller als vorher. 6 Jahre, ja, das passt. Das heißt, du bist es wirklich. Wir verloren alle langsam unsere Geduld. Was meinst du damit, dass er es wirklich ist? Wer ist er denn? Bitte erklär uns einfach, was du meinst, bevor mir auch noch der Geduldsfaden reißt, Chelast. Ah ja, tut mir leid. Also, um die Geschichte kurz zu fassen. Wir waren früher beste Freunde, Shinnok. Wir haben zusammen in Hobelups Gilde ein Retterteam gebildet. Wahrscheinlich habt ihr den Namen alle schon einmal gehört, weil wir waren ziemlich bekannt. Alleine da wir eine Art Beweis waren, dass wir in einer Parallelwelt zu jener aus der Legende leben. Zumindest haben wir beide zusammen das erste Abenteuer, das auch Team Rundecken erlebt hat, durchgemacht. Wir haben die Zeit vor dem Zusammenbruch gerettet. Wir haben die Welt vor der Zerstörung bewahrt. Das haben wir nur geschafft, weil wir ein unzertrennliches Team waren. Und zwar kein Feind zu stark. Nur, ich dachte nach unserem Sieg, als wir Abschied voneinander nehmen mussten, gezwungenermaßen, wärst du in die Menschenwelt zurückgekehrt. Wir alle hatten bis zu diesem Punkt aufmerksam zugehört. Aber Shinnok unterbrach. Jetzt mach mal ganz langsam. Du erzählst mir gerade, dass ich zusammen mit dir die Zerstörung der Welt aufgehalten habe und in Wirklichkeit ein Mensch bin. Ich meine, ja, ich weiß nicht, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Aber das ist jetzt schon etwas sehr weit hergeholt, oder nicht? Ich weiß, für dich muss sich das alles sehr verrückt anhören, ist es aber nicht. Es passt ja auch alles perfekt ins Bild. Denn unser Abenteuer hat vor etwas mehr als 6 Jahren geendet. Und nur kurz darauf bist du ohne Erinnerung irgendwie irgendwo anders aufgewacht. Ich finde zwar, das klingt alles sehr logisch und auch ziemlich nach Shinnok, aber ein großes Problem sehe ich dabei. Wir haben bis vor kurzem selber in der Hobelupf-Gilde gearbeitet. Hätte irgendjemand dann nicht Shinnok erkennen müssen? Nein, erstens haben alle geglaubt, dass du für immer fort wärst. Außerdem denke ich, du hast dich ihnen nicht mit deinem Menschennamen vorgestellt, oder? Mein Menschenname? Was meinst du damit? Du hast schon immer 2 unterschiedliche Namen genutzt. Den Pokémon, die wussten, dass du ein Mensch bist, hast du deinen Menschennamen gesagt und für die anderen warst du Shinnok. Hast du etwa deinen Namen vergessen? Wie oft soll ich es noch sagen? Ich habe alles vergessen. Stimmt, tut mir leid, aber wenn du dich in der Gilde mit Bulbi zusammen als Leon eingetragen hättest, hätten sie dich erkannt. Leon? Der Name klingt ja viel cooler als die Namen in unserer Welt. Das ist der Grund, warum viele Pokémon wie ich Spitznamen haben. Erstens, um Verwirrung zu vermeiden, falls man auf jemand anderen derselben Spezies trifft. Und zweitens, weil sie die Namen besser finden. Bisasam wäre mir zum Beispiel einfach viel zu lang. Außerdem finde ich, der Name Bulbi passt viel besser zu mir. Und ich finde, Leon würde auch super zu dir passen, Shinnok. Er selber schien immer noch sehr unschlüssig, was er von alledem halten sollte, was ihm gerade gesagt wurde. Mir wäre es recht, wenn er bei Shinnok bleiben würdet. Mit diesen Worten verließ er einfach den Raum. Ich verstand, dass er auch erst einmal Zeit für sich brauchte, aber als Chelast ihm folgen wollte, stoppte ich ihn. Warte, eine Sache noch. Wo warst du denn all die Zeit, wenn du früher auch in der Gilde warst? Alleine konnte ich kein Team führen. Und ehrlich gesagt, wollte ich ohne Shinnok auch gar nicht weitermachen. Deswegen bin ich eben in den Waldkontinent gereist, um den Wald zu beschützen. Er wollte erneut den Raum verlassen, doch dieses Mal hielt ihn sein eigenes Interesse zurück. Seemops stellte mir nämlich eine Frage. Und Bulbi, was vorhin war jetzt genau eigentlich am Lavasee los? Woher wusstest du auf einmal den Weg?
Das Ganze hängt mit einer speziellen Fähigkeit von mir zusammen. Es wird dimensionaler Schrei genannt. Sie bewirkt, dass ich manchmal, wenn ich etwas berühre, etwas in der Zukunft oder der Vergangenheit des Objekts sehe. In diesem Fall zum Beispiel, wie ich selber in die Lava gestürzt bin, weil ich den falschen Weg genommen hatte, bevor sie im Obs überhaupt die Chance bekam, zu reagieren. Überraschte Chillast uns erneut. Du hast auch den dimensionalen Schrei? Ich dachte, Shinox wäre der Einzige. Ich und Seemobs starrten ihn ungläubig an. Bitte was? Shinox hat den dimensionalen Schrei? Was? Das wusstet ihr nicht? Selbst wenn er ihn vergessen hat, hätte er sich doch irgendwann einfach aktivieren müssen. Aber ja, er hat ihn. Und eine letzte Sache noch, bevor ich gehe. Ich soll euch eine Nachricht vom Überlebenden bringen. Diesen Kampf habt ihr gewonnen, doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Der Rest des Tages verging sehr langsam. Shinox weigerte sich, mit Chillast oder Seemobs zu reden. Als ich ihn einmal in einer ruhigen Minute erwischt hatte, konnten wir zumindest ein paar Worte wechseln. Er erzählte mir, dass er sich nicht vorstellen konnte, das Pokémon zu sein, das Chillast behauptete. Und er sagte auch, er wolle es nicht sein. Er hatte zwar jetzt die Wahrheit über seine Vergangenheit, doch er wünschte sich, sie nie erfahren zu haben. Es war ihm zuwider, ein Mensch zu sein. Und vor allem war er sauer, auf Chillast und auf die Gilde. Sie hätten ihm all dies schon vor langer Zeit sagen können. Doch, wie er sagte, sie hatten ihn damals einfach aufgegeben und deswegen nicht erkannt. Sie hatten sofort den Glauben an ihn verloren. Und auch wenn ich selber nicht der genau selben Ansicht war, wollte ich ihm nicht widersprechen. Ich wusste, ich konnte mir nicht vorstellen, wie schwer es für ihn war, und entschied mich, ihm Zeit für sich zu lassen. Aber zuvor erklärte ich ihm auch noch meinen dimensionalen Schrei, ohne Chillasts Kommentar zu erwähnen. Zudem hatte ich anderes im Kopf, was ich den ganzen Tag über plante. In der Nacht, als alle schliefen, schlich ich mich heimlich zu Shinox selbstgebauter Maschine. Ich wollte mit Abra sprechen, ohne dass jemand anderes zuhörte. Ich aktivierte die Maschine, wie Shinox es uns gezeigt hatte. Ich rechnete nicht damit, Abra zu dieser Zeit bei irgendwas zu stören. Es dauerte nur Sekunden, bis er antwortete. Bulbi, Shinox, seid ihr das wieder? Ich bin es, Shinox schläft schon. Das stimmt, aber ich müsste inzwischen mitten in der Nacht sein. Was denn so dringend, dass du dich zu seiner Zeit bei mir meldest? Ich muss über einiges reden. Ich dachte, es wäre besser, wenn die anderen, vor allem Shinox, nichts davon mitbekämen. Aber eine Frage vorher. Bist du gerade in der Gilde und ist Hubbelupf da? Er wirkte nun leicht verunsichert. Ja auf beides. Was denn los? Okay, kannst du Hubbelupf bitte fragen, ob der Name Leon ihm etwas sagt? Ich dachte, es würde ihm zunächst einen Moment Funkstille geben, während er Hubbelupf ausfragte. Jedoch antwortete er sofort. Da muss ich ihn gar nicht fragen. Jeder in der Gilde kennt diesen Namen. Woher hast du ihn auf einmal? Ich überlegte, ob ich Abra die Wahrheit über Shinox erzählen sollte. Doch im letzten Moment entschied ich mich dagegen. Ich wusste nicht, ob er es überhaupt so wollen würde. Und wenn ja, dann wäre es das Beste, wenn er es der Gilde selber erzählen würde. Doch ich wusste, dass sie sich trotzdem alle freuen würden, von Chillast zu hören. Von unserem neuen Teammitglied. So wie er es erzählt hat, müsstet ihr ihn ja auch noch kennen, oder? Also Leons besten Freund, Chillast. Abra war einen Moment völlig verstummt. Warte, Chillast ist in eurem Team? Wie geht's ihm? Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Es geht ihm ganz gut. Das Verhältnis zwischen ihm und Shinox ist nur etwas kompliziert. Ich dachte mir, ich konnte die Lage so gut, ohne zu lügen und ohne die volle Wahrheit zu erzählen, zusammenfassen. Er erinnert ihn sehr an Leon, richtig? Uns allen anderen ging es auch nicht anders, als er hier aufgetaucht ist. Wenn ich wüssten, dass er in seine Welt zurückgekehrt ist, könnte man beinahe meinen, sie wären ein und dasselbe Pokémon. Ich war etwas nervös. Abra könnte bemerken, was wirklich hinter meinen Worten steckte, deswegen versuchte ich schnell vom Thema wegzukommen. Naja, das kann schon sein, aber... Abra, noch etwas anderes, genauer gesagt zwei Sachen. Erst einmal, kannst du mir etwas über ein Pokémon namens Groudon erzählen? Groudon? Du meinst den Groudon? Das legendäre Groudon? Ja? Was ist denn mit ihm? Hast du noch nichts von ihm gehört? Er ist von den legendären Pokémon unserer Welt mit Abstand das berüchtigste und wahrscheinlich auch stärkste.
Er hatte früher die Macht, Kontinente aus dem Meer zu erheben und die Erdkruste zu beeinflussen. Er hat diese Macht aber nie für irgendetwas Gutes genutzt, sondern immer nur, um sein eigenes Reich zu bilden. Die anderen legendären Pokémon hatten ihn deswegen schon lange im Auge, wussten aber nicht, was sie tun sollten. Irgendwann haben sie es dann mit Hoopas Hilfe geschafft, einen Teil von Groudons Kraft in einen Kristall zu bannen. Den haben sie dann sicher versteckt. Wenn er den Kristall wiederbekommen würde, dann könnte er seine Proto-Energie entfalten, die den Planeten selber formen kann. Und ich denke, das würde keiner wollen. Aber viele und eigentlich ich auch sind uns ziemlich sicher, dass Groudon nur eine Erfindung ist. Ein Pokémon, das die Erde formen kann, wäre nun doch etwas zu stark. Mit dieser Ansprache hatte Abra eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich gehofft hatte. Er hatte mir nicht wirklich brauchbare Informationen gegeben und mir nur erklärt, wie überaus mächtig Groudon war. Na prima, dann halt du ihn mal schön weiter für eine Legende, während er uns auf die Nerven geht. Wieder herrschte ein Moment Stille. Jetzt warte mal noch einen Moment. Du willst mir sagen, dass Groudon existiert und hinter euch her ist? Was zur Hölle habt ihr getan? Was denkst du, wie ihr da wieder lebendig rauskommen wollt? Ihr könnt euch doch nicht einfach mit Groudon anlegen. Wir hatten keine Wahl. Wir brauchten den roten Juwel, um den Überlebenden finden zu können. Was? Ihr habt sogar den... Er atmete einmal durch. Bulbi, hör mir gut zu. Egal was passiert, der Juwel darf Groudon nicht in die Hände fallen. Ihr schwebt in großer Gefahr. Passt auf jeden Fall auf, was ihr tut. Das werden wir schon, aber über eine Sache wollte ich auch noch reden. Über etwas, das mir im Moment deutlich mehr Sorgen macht als sein fetter Godzilla, der seinen Stein wieder haben will. Aber Abra, bitte versprich mir, dass du keinem etwas davon erzählst. Keinem meiner Freunde, keinem der Gilde, nicht einmal dem Meister. Wie, warum muss das denn? Bitte Abra, versprich es mir einfach. Erneut atmete er schwer durch. Okay, wenn es dir so wichtig ist. Ich werde niemandem davon erzählen. Also, was belastet dich denn so sehr? Es geht darum, was nach unserem Sieg passiert, wenn wir es schaffen sollten. Was soll denn nach eurem Sieg noch passieren? Euer Sieg wird endgültig. Danach könnt ihr zurückkehren und tun, was immer ihr wollt. Ihr werdet gefeierte Helden sein. Was macht ihr denn bitte daran Sorgen? Es kann sein, dass du mich jetzt für naiv und bescheuert hältst, aber... In den ersten beiden Tagebüchern der Legende hat sich immer dasselbe Ende abgespielt. Immer musste der Protagonist all seine Freunde und seine Welt verlassen. Es gab nie ein gutes Ende. Was ist, wenn das Schicksal es so will? Ich denke immer wieder drüber nach, dass es doch gut sein könnte, dass nach diesem Abenteuer ich vielleicht nicht mehr zurückkehren kann. Vielleicht ist es mein Schicksal. Und wieder trat Stille ein, dieses Mal für ein gutes Stück länger. Abra schien sich gut zu überlegen, was er sagte. Aber alleine das half mir schon. Ich wusste somit zumindest, dass er meine Sorgen ernst nahm. Ich hatte Angst gehabt, er würde es einfach als dumme Idee abtun. Jedoch schien er mich zu verstehen. Nach einer Weile hörte ich ihn wieder. Ich nehme diese Sorge natürlich ernst. Aber was genau du tun kannst, kann ich dir nicht sagen. Und wenn das Schicksal es wirklich so wollen würde, wäre es natürlich auch möglich, dass man nichts dagegen tun kann. Aber wenn ich dir einen Rat geben soll? Natürlich kann es sein, aber es ist noch nicht sicher. Solltest dir nicht zu viele Sorgen machen. Und auch wenn du es vielleicht nicht gerne hörst. Ich denke, du solltest nicht mit mir reden, sondern mit deinen Freunden. Mit denen, die mit dir reisen. Sie können dir bestimmt besser helfen als ich. Und wenn irgendwann eure finale Schlacht ansteht, werden sie alles tun, um zu verhindern, dass irgendjemand verschwinden muss. Sie werden dich verstehen. Und du weißt auch, dass sie immer für dich da sein werden. Vor allem Shinnok. Und auch wenn man nichts ändern kann, es wird dir helfen, über deine Sorgen zu reden. Letztendlich kann ich dir die Entscheidung natürlich nicht abnehmen, aber ich rate dir, mit ihm zu reden. Ich werde drüber nachdenken. Danke, dass ich mit... Ich durfte nicht ausreden. Unser Schiff wurde von Flutwellen umhergeschleudert und ich fiel zu Boden. Shinnoks Maschine knallte gegen die Wand und es kamen nur noch verzerrte Geräusche heraus. Soweit ich aus dem Fenster erkennen konnte, stürmte es draußen so heftig, dass unser Boot dem Ganzen nicht mehr standhalten konnte. Aus jeder Wand trat Wasser ein und schon bald verlor ich mein Bewusstsein.